Mit der Zeit kristallisieren sich immer mehr gut laufende Spots raus. Und es ändern sich die alten bestehenden Spots hier am Kupfersee. Und dementsprechend müssen wir einfach mal gucken, was jetzt hier an dem nächsten Spot alles so geht. Und ob das nicht vielleicht sogar der Spot Nummer 4 ist, der konstant läuft. Also, ich bin hier schon ein bisschen länger im Drill und es sieht lohnenswert aus. Das ist gut. Also, der Erste, der hier ein bisschen reingeht und dann auch noch ordentlich Gewicht hat an den Rippen. Das ist doch richtig schön angenehm und auch noch was Seltenes dabei. So smoke wie dat. Also, ran hier. Und es ist der Haku. Kuhaku, jawollo, mit 14,3 Kilo. Das ist doch angenehm. Schönes Teil. Richtig, richtig nice. Heftiger Drill. Der hatte ein bisschen Bock. Der wollte nicht so mal eben raus. Das Ganze auch noch in der Happy Hour. Also 200.000 XP für 14,3 Kilo Kohaku. Ja. Richtig, richtig cool. Tipptopp. Jetzt schnell wieder zurück, denn ich drill hier schon ein bisschen länger. Und wir wollen natürlich hier zurück an den Spot, wo das Ganze... Oha. Wo das Ganze hier auch laufen soll. Und es läuft auch schon mehrfach, denn der Spot ist auch schon mehrfach beschrieben, auch im Discord. Also, auch von euch schon mehrfach getestet. Und jetzt zuletzt gerade eben noch vom Nixon auch nochmal eine Info gehabt. Der hat nämlich auch einen dicken, fetten Brocken hier rausgezogen. Ich habe ihn direkt angeschrieben. Allen, wo geht denn da was? Was hast du denn und wie und wo? Und da sagt er, jo, Alten, guck doch mal da. Und ja, mit Sahne mal wieder. Sahne bzw. Sahne und Karamell läuft gerade immer noch ganz gut hier an diesem Spot. Und wir gucken natürlich auch gleich mal nochmal kurz in den Kescher rein, was bisher so reingegangen ist und wie das denn hier so weitergeht. Welche Futtermische, nee, Futtermische habe ich noch gar nicht. Welche Köderkombi und ja, Futtermische basteln wir uns dann am besten gleich nochmal zusammen, ne? So, direkt wieder raus hier. Ja, ich würde sagen, schon fast maximal ausgeworfen. Wir sind auf jeden Fall so fast da drüben am anderen Ufer unterwegs. Und hier ziehen wir jetzt ganz entspannt. Ja, ein bisschen was Kleineres rein. Hier ist eine kleine Spielerei mit drin. Ich glaube, das ändere ich gleich aber auch nochmal ab. Das hat, glaube ich, bisher auch nur die kleinen Brocken geliefert. Die nächste Schleie ist ja nicht schlecht hier mit Früchte, aber das nehmen wir nochmal weg. Hier gehen wir nochmal auf Karamell. Nehmen wir mal einfach Karamell 14. Klassisch Karamell 14 und dann direkt wieder raus damit. Und da ist schon der nächste wieder dran. Ja, so soll das natürlich sein. Also das ist natürlich auch super wichtig, dass man dann eben auch hier auf eine gute Frequenz kommt. Und dementsprechend dann auch ein bisschen Cash macht hier an diesen Spots. Oder vielleicht natürlich noch ein paar Prozente macht, wenn einem dann auch was fehlt. Also das ist natürlich immer das A und O. Und vor allem will man ja auch irgendwann die seltenen Brocken mal fangen. Was man bisher sagen kann, immer wieder richtig gute Ergebnisse auf kleinere Boilies. Und dementsprechend auch von der Frequenz gar nicht so schlecht. Pellet 14 als süße Sahne. Und süße Sahne Boilies Soluble. Bedeutet also im Umkehrschluss, wenn wir hier schon die Solubles verwenden, dann sind es auf jeden Fall auch sinkende Boilies und dementsprechend die klassische Haarmontage. Hatte ich zuletzt schon mehrfach gesagt, ich bin momentan super zufrieden hier komplett mit klassischer Haarmontage. Habe hier auch jetzt zuletzt mal ein bisschen rumprobiert mit süße Sahne und Banane. Und wo ich es gerade sage... Ich glaube, ich baller gleich mal die süße Sahne mit Banane rein. Also Karamell jetzt hier, süße Sahne, also Karamell-süße Sahne-Kombi jetzt in dem Fall. Und dann mache ich hier gleich nochmal vielleicht eine Kombi mit, und da geht schon wieder was rein. Gerade ist ausgeworfen, jawohl. Banane, warum nicht? Testen wir gleich mal die Banane. Ja, guck mal, gerade ausgeworfen und sofort wieder der Biss auf der Kombi. Süße Sahne und Karamell war zuletzt oben an diesem klassischen Spot, an dem Nummer 1er Spot, ging das ganz gut. Und jetzt, zack, weißt du was, wir machen das mal hier drauf. Süße Sahne und hier machen wir einfach die Banane
in 14 drauf. So, mit der Milchcreme nach wie vor. Und raus damit. Also die Kombi hat ganz gut funktioniert. Habe ich auch schon ein bisschen länger jetzt probiert. Ging ganz gut an den klassischen Spots. Apropos klassische Spots. Im Moment scheint es so, als ob auf dem Einser-Spot wahnsinnig viele von den C2, von den Super Freak reingehen. Hier jetzt an dem Spot bisher noch nicht. Aber Kuhaku mehrfach schon dabei gewesen, in verschiedensten Größen, relativ zu Anfang auch schon direkt. Ja, da kann gerne noch mehr reinballern. Ich bin gespannt, was noch geht. Guck mal hier auf die Banane, gerade ausgeworfen und sofort der Biss. Also Sahne und Banane scheint tatsächlich in Kombi ganz gut nochmal zu wirken. Ja, hat auch ein bisschen Schmackes. Und da ist dann natürlich jetzt die Frage, ballert man da jetzt nochmal extra eine Futtermische rein oder nicht? Ich hadere da ja ein bisschen. Eine müsste ich sogar noch in der Tasche haben. Gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Ich habe jetzt zuletzt drei verschiedene Kombis nochmal so ein bisschen intensiver getestet. Unter anderem auch Lachs. Also auch mal Lachs in die Kombi mit reingenommen. Na guck, Dinkelsbühler Zeilkarpfen. Schön hier auf Sahne und Banane. Das ist doch nicht schlecht. So, und jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben rein. Ich markiere die einfach gerade alle unter Koi, dass ich die schneller finde. Genau, und hier haben wir hier einmal süße Sahne bzw. Sahne-Banane-Koi. Also, das ist einmal eine Kombi. Das Ganze habe ich hier auf Weizenkleie-Basis gemacht. Habe hier dann die Feed-Pellets mit drin mit Sahne und Banane und nochmal auflösende Boilies mit drin. Süße Sahne-Soluble. Also, das ist natürlich so ein Boilie einmal geschreddert und dann eben süße Banane geschreddert und das dann eben komplett auf Banane nochmal abgestimmt. Also das wäre jetzt durchaus eine Möglichkeit nochmal für Banane. Dann, wie gerade schon gesagt, mit der Vanille, nee, mit der Sahne. Das wäre halt nochmal eine Möglichkeit, aber da muss ich gleich nochmal gucken. Die Sahnemische habe ich jetzt gerade nicht. Aber mit Vanille hat das auch ganz gut geklappt. Und es gibt eben auch Vanille und Sahne bzw. Vanille und Milchcreme-Kombis. Die hat zuletzt hervorragend auf dem Einser-Spot funktioniert. Richtig viele Superfreaks sind da reingegangen. Also mit dieser Futtermische und mit den Boilies oder mit den Pellets und Boilies, sinkende Boilies, alles einfach komplett auf Vanille und Vanillecreme. Super Kombination, hat richtig gut funktioniert. Ich würde sagen ungefähr 50-60% nur Super Freaks. Also das hat richtig gut geklappt. Und dann das dritte Ding mit Lachs. Das hatte ich ja zuletzt probiert im Spot-Video Nummer 3. Das wäre jetzt nochmal die Futtermische quasi für die Lachs, für das Herbere, für das ein bisschen Würzigere auch. Also da dann Roggen als Basis mit reingenommen, Lachs mit reingenommen und hier auch nochmal Lachs und Kräuter auflösend. Und der Rest ist einfach ganz klassische Karpfenfuttermische. Das muss ich allerdings nochmal gesondert mit der Futtermische testen. Habe ich noch nicht ausgiebig getestet. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit und das werde ich an dem nächsten Spot auch nochmal testen oder an den altbekannten, je nachdem, was das dann eben triggert. Also das sind momentan so die drei wichtigsten. Ich glaube hier bei dem Kaviar, ja, das ist halt ganz klassisch Kaviar. Klappt eigentlich auch immer ganz gut, war jetzt die letzte Woche eigentlich auch einer meiner liebsten Köder mit dem Kaviar, aber im Moment tendiere ich gerade in Richtung Sahne, Banane, als ob sich das gerade so ein bisschen dreht, Sahne, Banane, gerne auch in Kombination mit Milchcreme. Genau, also das scheint ganz gut zu funzen. Was hatten wir jetzt hier drauf? Hier hatten wir jetzt die Banane drauf und hier nehmen wir jetzt, nee, ich nehme noch keine Futtermische. Ich will erstmal noch die anderen Köder drauf lassen. Denn sonst müsste ich ja am besten gleich alle Köder komplett umbauen. Denn hier haben wir ja andere drauf, ne? Hier ist ja Karamell mit dabei. So, aber es scheint auch schon wieder ganz gut reinzugehen. Und ich gucke gleich nochmal eben rein, ob der Nixon noch irgendwie was geschrieben hatte. Ach so, er hatte noch eine Futtermische geschickt. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Mit der hatte er ganz gut rausgezogen. Auch hier an der gleichen Stelle. Also, wir stehen, ich mache es gleich auf der Map nochmal auf. Es sind 30 Meter Entfernung, da muss man so ein bisschen aufpassen. Genau, Dinkelsbühler, davon hat er gesprochen. Tipptopp. Dinkelsbühler Zeitkarpfen, 7 Kilo. Also, damit kann man dann auch ganz gut Cash machen. Das schmeckt doch. So, direkt wieder raus. Wir peilen da vorne die Spitze an, beziehungsweise den großen Baum da vorne. Und dann
gib ihm. Und wir stehen auf der Map hier ganz unten am Rand. Endlich mal eine etwas andere Stelle. Es gab schon mehrfach eben Meldungen auch von der Area. Auch einmal von ein bisschen weiter links noch und ein bisschen weiter rechts noch. Und natürlich auch hier vom Anleger. Also auch hier der Bereich scheint ganz gut zu gehen. Und wir werfen quasi hier rüber auf 30 Meter. Wenn ich das gerade so richtig sehe. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber da vorne zu dem Baum, da sieht man ihn so gerade eben noch. Und dementsprechend werfen wir quasi ja, hier so raus in Richtung 30 Meter. Wir haben ja hier 25 Meter pro Kasten. Das heißt, wenn wir hier den Kasten nehmen, 25 Meter und schieben den nochmal ein bisschen hoch. Naja, dann sind das 25. Dann landen wir, wie gesagt, hier so in der Area ungefähr mit 30 Meter an Schnurclip. Futtermische vom Nixon, gucken wir auch gerade nochmal eben kurz rein. Die war komplett, da ist es. Auf Sahne mit, genau, Maismehl, Sahne, süße Sahne und dann am Ende mit Karamell nochmal mit drin. Also komplett eben sahnig mit ein bisschen Karamell und jo, scheint auch zu funzen. Na, hier war schon wieder irgendwo ein bisschen was dran. Zieht oder zieht nicht. Aber so, doch, zieht er wieder ab. So sieht es im Großen und Ganzen aus. Gar nicht so schlecht. Kann man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, auch die Frequenz ist ganz gut. Die seltenen sind ganz gut. Er hat da schon von nahezu, ich gucke gleich nochmal rein, ich meine 1900 geschrieben. In, an Silber jetzt in der Zeit, die er da ist. Ja, die wollen wir natürlich nicht. Zack, schnell wieder raus und ich gucke nochmal eben kurz rein. Genau, ich schreibe das, bin jetzt bei 1900 Silber in 2,5 Stunden. Hier unten auf C9, genau so ist es. Also, scheint gar tatsächlich ganz gut zu gehen, wenn man sich eben komplett auf die eine Aromatik dann fixiert. Dementsprechend dann die Futtermische natürlich auch ausbringt. Aber man sieht es auch hier jetzt ohne Futtermische bisher mit ein bisschen Variation, ein bisschen verschiedenen Ködern scheint das auch immer noch gut zu gehen. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt für einen Spot, wo man sagt, okay, ich gehe da mal hin und teste da auch mal an einem Spot, der immer mal wieder ein bisschen was liefert, auch mal andere Aromen, um zu gucken, wie die angenommen werden. Das macht ja den Einsatzspot so interessant. Man kann da einfach hingehen, man kann verschiedene Aromen testen und wenn die da wieder was liefern oder was anderes liefern, dann weiß man zumindest, dass man mit der Aromatik schon mal nicht so komplett verkehrt ist. Und dann kann man das eben auch woanders noch weiter testen. Ich habe noch ein oder zwei andere Spots im Blick sozusagen, werde die aber auf jeden Fall auch noch testen. Das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Spots. Ich sag mal 5 und 6 Spots. Die habe ich, wie gesagt, gerade auch noch ein bisschen im Blick. Hier unten der eine, der wurde ja auch schon getestet. Also theoretisch könnten wir hier in dieser Area noch was finden. Und ich denke, hier oben in dem Bereich werden wir auch noch was finden. Also im Großen und Ganzen könnte man mittlerweile von 6 Spots schon sprechen. Aber die müssen natürlich jetzt auch über die Zeit liefern. Also jetzt auch in naher Zukunft immer noch wieder was liefern. Und ja, ich sag mal, am besten konstant was liefern. Und dann kann man sagen, alles klar, der nächste Hotspot. Das teste ich jetzt demnächst noch weiter. Von daher Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.